Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Place to be Stars und Stories. Das ist Nathalie, ich bin Aaron und heute haben wir ganz viele Stars. Nämlich Nick Jonas, Lily Collins, Stefanie Giesinger und viele, viele mehr. Diese Woche trat Joe Biden sein Amt als 46. US-Präsident an. And how can you see? Du bist nicht Lady Gaga. Die hat es echt gut gemacht. Die Amtseinführung wurde auch von den Promis gespannt mitverfolgt. Model Hailey Bieber schrieb in ihrer Story: Wow, ich fühle mich heute so emotional und voller Hoffnung. Sängerin Ariana Grande schrieb: Wir haben es geschafft, Joe. Manche Stars waren auch live in Washington vor Ort. Zum Beispiel Model Chrissy Teigen mit Ehemann John Legend, Sängerin Katy Perry mit Ehemann Orlando Bloom, Sängerin Jennifer Lopez und Sängerin Lady Gaga. Und während Biden überall gefeiert wurde, bekam Ex-Präsident Trump von Klimaaktivistin Greta Thunberg noch eine Ladung Spott und Hohn. Auf Insta schrieb sie: Er scheint ein sehr glücklicher alter Mann zu sein, der einer strahlenden und wunderbaren Zukunft entgegensieht. So schön, das zu sehen. Nathalie, findest du mich modisch? Ich finde dich immer modisch. Ja, nee, ich sehe schon aus wie so ein Kartoffelsack, aber die Promis, hoho, die gehen gerade richtig ab, weil es gibt eine neue Fashion-Kollektion. Die Outdoor-Marke The North Face hat sich mit dem Luxushaus Gucci zusammengetan und eine exklusive Kollektion rausgebracht. Dafür modelt auch Rapper A$AP Rocky. Die Teile sind nicht nur schwer zu ergattern, sondern auch echt teuer. Auf eBay wird die Mütze zum Beispiel schon für mehr als 700 Euro gehandelt und ein paar Socken kosten stolze 240 Euro. Manche Influencer hatten allerdings das Glück, die Designer-Pieces geschenkt zu bekommen. Zum Beispiel Model Caro Dauer, die ihre neue Mütze fast gar nicht mehr abzunehmen scheint. Bloggerin Xenia Adons bekam neben der Mütze, die jetzt scheinbar ihr Hund trägt, auch noch ein Sweatshirt. Und Entertainer Riccardo Simonetti bekam sogar gleich drei Teile zugeschickt. Nathalie, was ist mit deinem Gesicht passiert? Nichts, sieht aus wie immer. Aber ein Promi-Gesicht hat für sehr viel Spekulation gesorgt, würde ich sagen. In ihrer Instagram-Story gab die YouTuberin Dagi B bekannt, dass sie eine Menge Screenshots von fiesen Kommentaren zugeschickt bekam. Darin wurde ihr Gesicht unter anderem als verunstaltet und aufgespritzt bezeichnet. Aus diesem Anlass stellte Dagi klar, was wirklich hinter ihrem Look steckt. Viele Leute denken, ich habe mir die Wangen aufspritzen lassen. Also Leute, hier ist überhaupt gar nichts aufgespritzt. Das ist komplett alles natürlich. Das, was ich mir machen lassen habe, sind meine Lippen. Das ist jetzt auch schon locker über ein halbes Jahr her, wo ich das letzte Mal das gemacht habe. Und erstens, wir haben Lockdown. Wie zum Teufel soll ich irgendwas machen? Und zweitens, nein, es ist einfach genau alles wie vorher. Ich schmink mich halt einfach nur einen Ticken anders. Face ohne Make-up, mal mit Make-up, mit meinen Lippen, so wie ich es immer schminke. Und anstatt ein Highlighter heute mal ein bisschen Glitter, aber that's it. In unseren Insights geht es dieses Mal um Promis, die ihre Hunde aus dem Tierheim oder von der Straße geholt haben. Die habe ich auch aus dem Tierheim gekriegt. Germany's Next Topmodel Vanessa Tamkan zeigt gerne, dass sie ein großes Herz für die Vierbeiner hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Roman engagiert sie sich für den Verein Hundegarten Ceres. Dieser kümmert sich um Straßenhunde aus Griechenland und vermittelt ihnen ein neues Zuhause. That I'll hold you when it's cold out, when we lose our winter coats in the spring. Selbst sind die beiden zweifache Hundeeltern. Alka kommt aus Griechenland und Charlie aus Rumänien. Durch die Aktion von Vanessa kamen auch einige deutsche Stars an ihre Hunde, zum Beispiel Stefanie Giesinger. Sie und ihr Freund Markus Butler holten sich einen neuen Mitbewohner für ihr gemeinsames Haus in Berlin. Heinz kam Anfang Januar nach Deutschland und scheint sich immer mehr bei Steffi und Markus einzuleben. Auch amerikanische Stars setzen sich für Tierschutzhunde ein. Emily in Paris-Star Lily Collins holte ihren Hund Redford vom Love Leo Rescue Center in Los Angeles zu sich. Es war pure Liebe auf den ersten Blick, schrieb Lily, als sie ihren Hund ihrer Instagram-Community vorstellte. Inzwischen lebt Redford schon seit etwa einem Jahr bei ihr zu Hause. Ein anderer Hollywood-Star hat sogar drei Hunde gerettet. Schauspielerin Jennifer Aniston ist mittlerweile stolze, dreifache Hundemama. Den neuesten Familienzuwachs, Lord Chesterfield, holte sie im letzten Oktober zu sich aus dem Tierheim in Kalifornien. Jennifer Aniston kam natürlich nicht alleine auf das Tierheim in Kalifornien, sie hat sich influencen lassen
von zwei Kollegen. Genau, Ian und Nikki Reed. Seit vielen Jahren sind die Twilight-Schauspielerin Nikki Reed und der Vampire Diary-Star Ian Somerhalder im Tierschutz aktiv. Regelmäßig nehmen sie Tiere in Not, wie zum Beispiel Hunde, Katzen oder auch sogar ein Pferd, bei sich auf. Außerdem helfen die beiden auf verschiedenen Gnadenhöfen und versuchen, die Vierbeiner über ihre Instagram-Accounts zu vermitteln, wie zum Beispiel an Jennifer Aniston. Schauspieler Orlando Bloom hat wortwörtlich einen neuen Buddy. Legolas aus Herr der Ringe. Im Sommer letzten Jahres verschwand ganz plötzlich sein geliebter Pudel Mighty. Alles, was der Schauspieler von seinem geliebten Hund fand, war ein verlorenes Halsband an der Straße. Im November holte er den Welpen Buddy zu sich, der ihm dabei zu helfen scheint, den schlimmen Verlust zu verarbeiten. Auf Instagram schrieb Orlando: "Nichts kann Mighty ersetzen, aber die Pflege dieses kleinen Kerls hat mein Herz wirklich erfüllt." Nathalie, eine Frage: Mit wem ist Nick Jonas verheiratet? Du bist so gemein. Priyanka Chopra. Genau, und die haben zusammen 3 Hunde adoptiert und die sind richtige Social Media Stars. Das Hollywood-Traumpaar holte im vergangenen November den Husky Australian Shepherd namens Panda Chopra Jonas zu sich. Für die beiden war es schon der 3. gemeinsame Hund, den sie sich aus dem Tierheim geholt haben. Damit die drei ein genauso glamouröses Promi-Leben führen können wie ihre Herrchen, haben sie selbstverständlich auch eigene Instagram-Accounts mit mehreren tausend Followern. Im Live-Talk diese Woche war Timo Bartels zu Gast. Oh mein Gott, ich kenne ihn aus Rote Bänder und dann hat er doch hier bei Schweiger mitgespielt. Die Hochzeit, genau. Ach, bester Mann. Und immer so ein Sixpack-Bild so auf Instagram. Aber sieht der ja gar nicht so durch. Der trainiert richtig viel. Ja, aber der sieht gar nicht so krass trainiert aus. Wenn du den siehst, doch, denkst du so, Alter, gib dein Handy, sonst kriegst du einen Backpfeifen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Erst letztens. Also ich so breit ist der nicht. Aber okay, er hat einen guten Buddy, brauchen wir nicht drüber reden. Er hat uns erzählt, wie er zur Schauspielerei gekommen ist. Ja, Casting beworben gekriegt, fertig. Ich hatte Musical in der Schule gehabt, in der Grundschule. Zuerst habe ich ein Erdmännchen gespielt und dann habe ich irgendeinen Waldgeist, keine Ahnung was, gespielt im nächsten Musical. Das hat mir immer Spaß gemacht und dann auf der Oberschule halt so DS-darstellendes Spiel. Und da hatte ich 2 Freunde in meiner Klasse, oder beziehungsweise eine und ihr großer Bruder, der war über uns halt. Die haben halt schon als Kinder so in so Filmen mitgespielt. Und dann habe ich die halt immer ausgefragt, wie das ist, und ich war voll neugierig. Aber ich habe mir nie gedacht, irgendwie, keine Ahnung, dass es das überhaupt so ein Beruf ist, Schauspieler. Also ich hab das nie hinterfragt. Für mich war alles im Fernsehen halt einfach so ein bisschen wie Realität, halt einfach, keine Ahnung. Ich habe das nie hinterfragt, dass dahinter eine Produktion ist und keine Ahnung. Das war nie so ein Thema für mich. Und dann so zum Abi hin habe ich die ganze Zeit genervt mit Fragen. Und dann haben die irgendwann gesagt, jetzt komm doch mal mit zu unserem Schauspielunterricht. Und zu unserer Schauspielagentur, also als Schauspieler bist du ja in einer Agentur, die dich vertritt und durch die du dann zu Castings kommst und so weiter. Und die waren in so einer Nachwuchsagentur. Und dann bin ich dahin und dann meinte der Agent, ja, mach doch mal ein Casting mit mir. Dann haben wir es aufgenommen. Dann hat er mich halt aufgenommen in seine Agentur. Genau, und dann, ja, habe ich das immer so weitergemacht, habe mich da voll reingesteigert und heute ist es schon mein Traumberuf irgendwie. Die Schauspielbranche hat aber auch ihre Schattenseiten und da hat uns Timur verraten, was ihn am meisten stört. Also ich finde, was ich am ekligsten finde in der Filmbranche, was mich am meisten stört, ist halt eigentlich, dass viel Fake auch ist. So, muss man einfach so sagen, finde ich. Also, das ist ja auch schwierig so, weißt du, du gehst dann halt mit Leuten zum Casting und du siehst, die waren dann auch da und du musst dir das halt vorstellen, du gehst halt dahin und du fühlst dich halt bewertet für dein Aussehen, für das, wie du das sagst, für deine Person halt. Also das Schwierigste an Schauspiel und das durchzuhalten, denke ich, ist, du hast halt ganz viele Absagen und du fühlst dich halt immer als Person bewertet. Und wenn du damit keinen Weg findest, damit umzugehen, dann wird es halt schwierig irgendwie, dann vergleichst du dich halt negativ mit anderen und du kommst ganz schnell in so ein Neid-Ding rein. Und das ist irgendwie so das Ungesundeste, was man haben kann und bringt auch gar nichts. Also so, eigentlich sollte man sich als unter Künstlern eher supporten, als dann irgendwie dem anderen nichts gönnen und so weiter. Also das finde ich immer schwierig. Außerdem hat uns Timo erzählt, was sein peinlichstes Erlebnis war. Es gab tatsächlich mal eine peinliche Szene. Das war auch bei Club der Roten Bänder. Da gibt es einen Kollegen, der heißt Shine Erjilmaz. Und der hat einen dicken Bauch. Und der hat einen Pfleger gespielt. Und ich wollte halt in der ersten Staffel aus dem Krankenhaus ausbrechen. Und dann stehe ich so am Fahrstuhl und dann will mich der Pfleger zurück in mein Zimmer da schicken. Und der Regisseur, Richard Huber,
der hatte die Idee, dass doch Shahin mit seinem dicken Bauch mal gegen meinen Bauch so gegenschlägt und mich auf diese Art und Weise so ins Zimmer zurückschiebt. Ja, genau. Total lustig. Es ist aber für die anderen besonders lustig, wenn Timur zum Mittag auch die Bohnen gegessen hat vom und keine Ahnung, irgendwie vollen aufgeblähten Magen hat. Genau, das Catering war gut, aber das war einfach das Falsche für mich an dem Tag. Und ja, dann war das leider nicht so leise, sondern relativ laut. Es war mir extrem unangenehm, ich fand es extrem peinlich. Seit Sommer letzten Jahres ist Timur von seiner Freundin Michelle getrennt. Nein, ja. Wirklich? Die waren voll das süße Paar, die war richtig putzig. Ich dachte mir, wie hat der die gekriegt? Wie betrunken ist die den ganzen Tag? Du bist so gemein. Ja, aber was geht jetzt weiter? Tja, das hat er uns erzählt, ob er nämlich gerade verliebt ist oder vielleicht schon in einer neuen Beziehung. Oder Swingerclub, er erzählt's uns. Ich bin auf jeden Fall verliebt. Jetzt verraten wir irgendwas. Ja, ich bin schon ein bisschen, naja, ja, wann kommt denn das raus? Uiuiui. Aber egal, also, ja. Ja. Das waren zwei Fragen. Ja. Hat er gerade zweimal Ja gesagt? Das waren jetzt drei Ja. Ich habe fünfmal Ja gesagt. Und wir halten offen, was das bedeutet. Das Mädchen, die ich treffe und mag, sehr mag, die ist für mich natürlich gerade irgendwie so ein Place to be. In unserer Inspiration of the Week geht es um Kathi Hummels und sie spricht über Selbstliebe. Nach rund einem halben Jahr zeigte sich die Moderatorin mal wieder ganz privat mit ihrem Mann Mats Hummels auf Instagram. Das Besondere, dieses Foto zeigt den Nationalspieler und Kathi ganz vertraut in einer mega intimen Situation nach dem Aufwachen am Morgen im Bett. Place to be hat Kathi exklusiv verraten, warum sie so private Momente mit ihren Followern teilt und sich so natürlich und ungeschminkt zeigt. Also ich muss sagen, ich zeige mich sehr gerne ungeschminkt und auch echt total gerne real auf Instagram, weil Instagram ist eben eine Scheinwelt und man tendiert dazu immer perfekt aussehen zu wollen. Ja, ich natürlich auch. Ich mache auch immer gerne Fotos, wo ich gut aussehe. Aber hin und wieder muss man einfach einen Schnappschuss mal auch veröffentlichen, wo man irgendwie sagt, hey Leute, das bin ich ungeschminkt real und genauso wie ich bin. Und meistens ist es so, dass die Bilder auch viel besser ankommen, weil man von innen strahlt. Und ich habe ja auch meinen Umweg zum Glück geschrieben, mein Buch, meine Geschichte hinter meinen Depressionen und einfach auch meinem Leben. Und wenn ich daraus eins gelernt habe, ist, dass man einfach, dass das Schönste, was man haben kann, inneres Glück ist, beziehungsweise Zufriedenheit. Und deswegen, muss man dabei Selbstliebe anfangen. Und Selbstliebe ist eben, wenn man sich so akzeptiert, wie man ist und sich auch genau so mag. Also meine Lieben, in diesem Sinne, bleibt gesund und ihr seid genau so perfekt und perfekt. Wie ihr seid. Nathalie, kannst du mir nochmal helfen? In welchem Verein spielt Mats Hummels? BVB. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, du sagst Bayern. Du bist ja richtiger Fußballfan. Hä, bist du doof? Das war's von Place to Be Stars und Stories. Wenn ihr noch mehr Stars und Stories möchtet, dann folgt at Place to Be. Gibt's eigentlich einen Podcast? Den gibt's auch. Aber mit Hero! Geil! Ja, genau. Nee, darf man nicht mehr sagen. Heike und Roman Lochmann, jetzt die Heroes.